Also wenn er nicht auf hart gestartet ist, macht das eigentlich überhaupt mehr keinen Sinn. Selbst wenn der auf hart gestartet ist, macht das keinen Sinn. Selbst dann Runde 8. Na, also bei mir hat er gesagt, die harten würden 9 Runden halten. Also. Echt? Nur? Hab einen die Soft halten schon 8 Runden. Weiß ich nicht. Ich hab das Gefühl, ich habe einen unglaublichen Reichweite. Nicht die Soft, die Medium. Kann vielleicht auch sein, dass die harten nicht so halten. Ich bin gerade mal bei 60% nach 8 Runden. Hast du frisch aufgezogen? Box. Stefan? Hä? Hast du zum Start frische Reifen aufgezogen? Erste Runde bin ich doch in die Box. Ach so. Also ich fahre gerade seit der zweiten quasi damit 7 Runden mit Keep Medium. Na gut, so wie ich, dann passt Boxenstopp. Das ja. Boxenstopp. Dann kannst du mit den Soft wirklich 7 Runden fahren. Das ist bei mir auch nicht anders. Hätte vielleicht noch eine rausgezogen. Nee, mit dem Medium meine ich. Ja, die gelben. Nee, Medium ist weiß. Den gelben konnte ich 5 bis 6 Runden fahren. Ja, da bin ich auch 7 Runden gefahren. Aber es macht ja dann keinen Sinn mehr, noch länger drauf zu bleiben, weil die einfach keinen Grip mehr hatten. Weil ich weiß nicht, ob das nicht noch einen Unterschied macht, wenn ich hier im Verkehr fahre. Da hätte ich ja eigentlich grundsätzlich mehr Reifenverschleiß, wenn ich hinter jemandem herfahre. Könnte sehr gut sein. Deswegen fahre ich jetzt in die Box, damit ich in dem Verkehr erstmal wieder los bin. Mein Palmer bremst schon wieder, ey. Würde ich so bremsen, würde ich direkt wieder 5 Plätze Kritstrafe kriegen oder so. Nein, ich habe aus dem Qualifying gelernt, ich überhole jetzt nicht mit Windschatten unter 130 an. Warum nicht? Mann, Dose, da musst du schon mal überholen. Bisschen mach, Risiko mach muss mal, ich hier sehen. Mach das mal vor. Ja, mach ich gleich. Das geht ja echt gefühlt schneller, wenn man das ansagt. Ja, sicher. Mann, was macht der quer denn da? Soll mal auf die Zeiten gucken. Rammt der mich weg, zum Glück habe ich mich nicht gedreht. Ich habe ja jetzt keine Vergleichszeit. Jetzt echt, der Quert ist. Wie fährt der denn? Wie viele Leute rammt der denn heute? So viel wie er kriegen kann. Hat er dich auch gerammt, ja, oder was? Ich bin froh, dass ich mich nicht gedreht habe, ganz ehrlich. Ja, Quert stellt halt die Leute quer, ne? Aktuelle Beibehalten. Es wird nicht besser. Das, nein. Ja. Wollten die nicht jetzt schon reinholen? Ja, sicher. Ich würde reinfahren. Voll geil, Alter. Ich höre gerade voll die Lautsprecherdurchsage. Was für eine Lautsprecherdurchsage? Was? Die vom Stadionsprecher? Wie auf dem Schützenfest, ja. Also Stadionsprecher ist relativ, also die vom Streckensprecher. Ja, wie auf dem Schützenfest hätte ich das angehört. Steigen Sie zu, löst die Fahrscheine an der Kasse. Es geht wieder los. Was geht bei euch auf dem Schützenfest? Voll gut. Ist das Kirmes bei euch, oder was? Ja. Okay. Oh, Kurve. Ja, da kommt hier gelegentlich mal eine. Ganz selten. Macht da auf einmal zu. Ach, jetzt. Nein, quer. Jetzt überholt, versucht er schon wieder in der 130. Er zu überholen. Okay. Hat das geschafft? Nein, er hat meinen Frontflügel jetzt ganz kaputt gerammt. Nice. Fährst du ohne, ja? Du hast eine bessere Topspeed ohne. Dose also in die Box. Ich hätte nächste Runde in die Box fahren müssen, dürfen ist es nicht. Da bin ich vorbei. Easy, ciao Kakao. Du wärst vorbei, also das ist gar nicht das Problem. Montier die Nase doch noch langsamer. Und hier vorne war gelb, hier haben die sich scheinbar gegenseitig von der Strecke gekickt. Da bin ich mit dem Hinterreifen hinten links aufs Grün gekommen. Hätte mich fast gedreht, Alter. Also so ein Safety Car wäre jetzt schon nicht schlecht. Ne, gerade kann ich es nicht gebrauchen. Ich bin gerade am Feld dran. Also zwischen mir und Rosberg ist ein Loch. Zwischen Rosberg und Verstappen ist ebenfalls ein Loch. Arianto ist vor mir. Der ist auch vor mir. Also wie eigentlich alle.
Das Gute ist, Dose, du musst noch einmal stoppen. Das heißt, dass wir gleich oft stoppen müssen, dass ich schon mal vor dir bin. Außer es passiert dir noch ein Wunder und du kommst noch mal von hinten. Ich guck mal, was sich machen lässt. Marianto schläft gleich eine. Also bei den Männerpiloten habe ich bei beiden das Gefühl gehabt, dass die extrem langsam fahren. Das kann sein, die Suzuka-Strecke. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe überholt auf der Strecke, wo du nicht überholen wolltest. Bin zwar auch leicht außen weggekommen, aber easy. Hast du dich gedreht, Dose? Nee, ich hab mich nicht gedreht, nein. Gerade steht hier nach Boxenstopp, wäre ich schon 21. Ich bin jetzt vor der Boxeneinfahrt. Okay. Keine Ahnung. Ach, jetzt weiß ich, warum die Mercedes hier so schnell sind. Wegen der langen Geraden. Wegen den zwei langen Geraden. Die Williams müssten aber eigentlich auch gut unterwegs sein hier. I don't know. Weil die ja auch immer eine sehr gute Topspeed haben. So, sind wir schon auf 19. In die Punkte will ich schon noch kommen. Das wäre so das erklärte Ziel. Wem willst du das erklären? Angela Merkel persönlich. Steuerberater. Wer macht denn die Steuererklärung oder was? Naja. Und wenn er da schon mal dabei ist, kann er auch direkt meine F1 2016 Multiplayer-Karrieren-Erklärung haben. Weil mit 42% lassen die Reifen aber richtig nach. Echt? Ja. Merkst du richtig, dass der Grip im Keller ist? Kurven. Na dann ab in die Box. Kurven, die ich vorher im 5. nehmen konnte, kann ich jetzt immer noch im 4. nehmen. Ich bin 18. jetzt. Fahrer vor mir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,4 Sekunden. Du nimmst ihm pro Runde 1,8 Sekunden ab. Sie fahren. Okay, den krieg ich auf jeden Fall. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,42,0. Uiuiui. Mal schauen, ob ich noch in die Punkte komme. Wird schwer. Aber 14 Runden noch und... Da ist noch einiges drin, ne? Besonders wenn ein Safety Car kommt. Ja, das kommt nicht. Oder es doch unverhofft anfängt zu regnen. Ja, das passiert auch nicht. Leider. Also ein Safety Car ist zumindest noch halbwegs irgendwo realistisch. Also Regen. Der ist aber auch pessimistisch, ne? Regen, nee. Fahrer hinter mir. Hier ich. Also gegen wen fahre ich? Dir. Wer ist ein Verstappen? Wie viel da ist ein Verstappen, ist die Frage. Eriksson ist hinter mir, 19. Ah, Verstappen ist doch vor mir, oder? Da ist Wehrlein, keine Ahnung. Oh, Poppy fährt rein, dann habe ich ihn ja gleich. Jo. Zumindest mal kurz auf dem Radar. Auf dem Radar habe ich dich jetzt schon öfter gesehen. Ja? Naja. Du bist in Sektor 1 schneller als dein Vordermann. Schneller als der Wagen vor dir in Sektor 1.
So, dann bin ich am Quer dran. Und am Wehrlein. So, Rosberg fährt weiter. Der fährt weiter, die Sau. Die Sau fährt weiter. Ohne Witz. Quert will schon wieder da überholen, ne? Pass bloß auf. Und hätte ich nicht gepremst, wäre ich Wehrlein und Quert drauf gefahren. Pass bloß auf bei dem Quert. Ja, er ist jetzt vor mir. Ich sollte DRS kriegen, ja. DRS incoming. Ja, Daniel Quert, das passt jetzt zum Wetter, ne? Wir haben ja auch ein russisches Wetter zur Zeit. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also wir haben schon minus 6 Grad hier. So kalt bei aktuell, euch? Ja. Ich weiß es gar nicht. Ich habe noch nicht wieder aufs Thermometer geguckt, aber ich bin an Quert vorbei. Stark. Alonso ist der Nächste. Das nächste Opfer. Da muss ich ja vielleicht doch mal streuen heute. Wenn es so kalt ist. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum du nicht nach vorne gekommen bist. Warum? Weil es so kalt ist, rutschig. Ich werde es direkt hinter mir. Ich habe schon ein bisschen Angst. Zu Recht? Der hat mich ja schon einmal erwischt, ne? Ich möchte nochmal, vielleicht hat er noch nicht genug davon. Flügel zu spät aufgemacht, lol. Lol. Und wieder nur dran und nicht vorbei, ey, so eine Scheiße. Eingestopft. Flügel kaputt. Weiß ich nicht, ich hab nicht drauf geguckt. Aber ich hab zumindest. Ja, diesmal schon mal kommt er nicht vorbei. So, DRS gegen Nasre. Bin so einsam, möchtest du nicht mal nach vorne kommen und mich überwinden? Poppy könnte gleich da sein, oder? Weiß ich nicht, wo ist der eigentlich gerade? Gleich bei der Brücke. Ey, der Brücke. Bei der Brücke jetzt. Brücke. Fahrt gerade über die Brücke. Warte, dann hättest du mich auf dem Radar sehen können. Ich hab ja kein Radar, also keine Ahnung. Ach, hast du nicht? Okay. Hab ich nicht. Ab und zu, wenn mir so langweilig ist, dann guck ich da mal drauf, deswegen. Weiß nicht, ich kann dir sagen, dass Harianto 21,5 Sekunden vor mir ist. Mehr weiß ich im Moment so, an Nasre vorbei und Quert dazwischen gestellt, nice. Bitte Nasre zwischen Quert und mir, so. Wow! Was geht denn hier los? Voll der Leck. Bei echt? Mir nicht. Bei mir nicht. Oh, stürzt Poppy Spiel ab, Freunde. Da bin ich jetzt echt mal ein bisschen vorsichtig, weil der Verstappen, der war direkt vor mir. Auf einmal war er 4 Autos weg und dann war er wieder vor mir. Rosberg wird auf jeden Fall Erster angezeigt. Stimmt das so? Noch ist er Erster, ja. Okay. Mein Renngenieur sagt, you're the best of your talent, ich fahre erstmal ins Gras rein. Großartig, danke auch. Ich glaube, du hast nicht ganz auf ihn gehört, aber... Doch, ich habe auf ihn gehört, das ist das Beste, was ich bieten kann. Wollte ich gerade sagen, du hast ihn nicht ganz verstanden, was er von dir wirklich wollte. Finde ich den Reifenverschleiß vor der Reifen im Vergleich zu Hinterreifen echt mies. Bei mir ist es relativ gleich. Wenn ich habe vorne fast 60 und hinten knapp 30. Ich hätte nicht das Setup aus dem Zeitfahren von dem Kerl nehmen sollen. Gerade bin ich auf 12. Und ich glaube, jeder, der gerade in der Box war, muss nochmal. Ja, also ich muss also noch einmal, ich brauche noch einen anderen Reifen. Wenn du jetzt reinfährst, kannst du definitiv nicht durchfahren. Ja, da müssen die alle nochmal rein, dann bin ich mindestens auf 12 vor. War der Asphalt wieder zu Ende. Und mindestens 2 sollte ich noch kriegen, weil die sind schon in Sichtweite.
Oh, da sind richtig viele in Sichtweite. Bitte in Radar-Nahweite. Also. Oh, das sehe ich auch gerade. Ist da richtig was los bei dir da? Ah ja. Wir sind mitten im Pulk jetzt, Freunde. Da geht doch noch was. Da geht doch noch was. Teamkollege. Der ist dritter, hinter mir. So, ich bin wieder an Rosberg vorbei. Flüge nach unten. Ich sag unten! Oh, Mann! Also wenn die Reifen bei 60% angekommen sind, so kannst du nicht mehr mit Grip brechen. Warum ist da gelb? Was hast du gemacht? Was? Da war gelb, was hast du gemacht? Bin leicht neben die Strecke gerutscht, weil die Vorderreifen einfach mal blockiert haben. Die haben einfach überhaupt keinen Grip mehr. Muss noch eine Runde länger fahren, um auf hart durchfahren zu können. Muss mich. Oh, da war jemand neben der Strecke. Muss mich um. Da bin ich Achter. Was ist denn da los? Retten. Aktuelle Beibehalten. Ja, hört jemand nicht auf seinen Renningenieur. Wenn ich noch einmal abkürze, kriege ich eine 3-Sekunden-Strafe. Ich schon. Mir tut's nicht weh. Sagen wir mal so. Mir schon. Wenn wir viel zu früh auf die Medium oder Harten stecken. Ich werde noch 2 Runden fahren, denke ich. Dann gehe ich auf die nächsten Harten. Ich sehe das kommen und mir fliegt doch in der Runde der Reifen um die Ohren, ja. Der Wagen hinter dir hat frischere Reifen. Behalte deinen Vorsprung bei, wenn du kannst. Die wollen mir wirklich hart geben, okay? Confirm change.